Nee. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier in Empyrean Galactic Survival zum Part Nummer 3. Und zwar geht's hier um diese Basis. Wir haben dann zum Schluss am Ende der letzten Folge gesehen, dass dies keine Basis in dem Sinne ist, sondern das ist ein. Ein Flughafen. Genau, ein Flughafen. Stören. Kurz landen. Noch kurz auffüllen hier von Energie. Ups, ist ohne mehr viel da. Was ich mal einstecken hatte, ist auch noch. Oh Gott. Ich wollte nicht schlafen legen. Hat eben keine Schwerkraft, das Ding. Ich wollte eigentlich nur kurz hier noch ein paar Energiezellen holen. Dass wir hier noch ein bisschen Energie haben für die nächsten Bilder, die wir haben. So, okay. So, im letzten Teil gab es ja keinen Spielcode-Schnipsel, also keinen Abschnitt davon. Vielleicht in dieser Folge, seid gespannt. Und ja, wir sind erstmal reingegangen in diesen Flughafen, in diesen netten Eingang. Doppeleingang, wie man es so kennt. Und das ist schon das Erste, was einen schon flecht, ist ja schon diese Holzoptik, ne, die man hier voll verpasst bekommt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, das ist echt übel. Ich tue mal einen Schwerkraftgenerator aufstellen, dass man mal laufen kann. So. Absoluter Hammer. Also hier geht es schon mal richtig los. Hier geht es zu Gate 1. Ne? Hier sind die ganzen Schalter, wo man dann einchecken kann. Hier ist ein Wartebereich reingesetzt. Da kann man, dann gibt es hier sozusagen das erste Landefeld. Ich denke, da gibt es bestimmt noch irgendwie mal noch einen drischen Flugzeuge dazu. Oder es kann selbst ins gebaut werden. Aber stell dir mal bei den Massen an Eisen, was man braucht, also das ist schon, da wird das schon, wird es schon Angst und Bange. Glaube ich dir. 405.000 Eisen. Wahnsinn. So. Wie gesagt, hier geht es da ringsrum. Hier vorne ist alles noch schön. Oh, hier ist auch noch. Wahnsinn. Hier gibt es schon die ganzen Terminals sozusagen. Ja, hier ist dann die Schwerkraft vorbei. Hier reicht ja wirklich nur bis Flux einmal da sind wir. So, und dann haben wir hier noch einen schönen Holzoptik. Das ist schön, das ist schön der Texturen. Die kann man sich schön verändern. Hier ist auch mal. Oh, hier ist Darwin. Guck mal hier. Schönes Holzfenster. Oh ja. Das hat was, ne? Alles. Das sieht cool aus. Coole Sache. Wenn ich jetzt wüsste, dass das Holz, so wie das jetzt ist, luftundurchlässig wäre, hätte ich das auf der Mondbasis mit einbauen. Also, so viel ich weiß, ist es ja luftundurchlässig. Oder? Eigentlich schon, weil du hast die ja Luft. Eigentlich hat man eigentlich Luft. Ne, es sind ja gar Ne, keine Sauerstoff. wir haben hier keinen Sauerstoff. Ne, es sind keine Sauerstoffzellen. Ach, ich glaube, es ist luftundurchlässig. Ich glaube ja. Man müsste es mal probieren. Ach, ich glaube ja. Wir werden es ja auf unserer eigenen Basis ja sehen. Auf deiner Mondbasis. Ich Nee, glaube, das sieht da. echt geil aus. Richtig fein sieht das aus. Edel, echt edel. Nun, ich finde es gut. Also es gibt auch schöne Ideen für andere Sachen, also für die eigenen vielleicht und vielleicht für eure Sachen, die ihr vielleicht so in Betracht zieht. Und ich habe keine richtige Idee gehabt, wie ihr das machen könnt. Vielleicht habt ihr dadurch ja mal eine kleine Idee gefunden. Und ja, ich finde es sehr cool. Ich tue jetzt mal immer alle paar Meter hier mit Schwerkraft genau. Ich habe da noch einen schönen Wartebereich. Wenn ihr das irgendwo hinbaut, wo keine Schwerkraft ist, müsst ihr ziemlich viele Schwerkraftgeneratoren aufstellen. Zumindest mit Bedenken, dass die dazugehören. Oh, hier vorne sehe ich was. Da vorne sehe ich was. Das wird interessant. Wo ist denn der Schwerkraftgenerator? Ich brauche nochmal einen. Ich brauche noch ein paar. Schwerkraftgeneratoren. Ah, nee, singen wollte ich hier nicht. Sag mal, diese Schwerkraftgeneratoren, die sind aber auch, ne? Die verstecken sich gern. So. Ich tue dort mal noch einen hinstellen.
Also hier vorne haben wir uns auch gerade richtig genial. Gut, das machen wir. Wahnsinn! Lass mal auf die Wahnsinns Idee kommen. Guck das mal. Ach, hatten wir ja schon, das ist der Eingang. Ja, das Oh. ist der Eingang. Das ist der andere Eingang. Wahnsinn, diese Holzoptik, das macht's wirklich, ey. Übel. Und dann noch dieses Karo-Muster in der Mitte. Nicht schlecht. Richtig genial gemacht. Aber es gibt ja nicht nur hier diese Optik, es gibt ja auch in der Mitte. Also den sogenannten Tower gibt es ja auch noch. Dort gehen wir jetzt mal hin, währenddessen ich immer mal ein paar Schwerkraftgeneratoren aufstelle. So, hier waren wir ja am Anfangszeit auch schon mal gewesen, im letzten Part zumindest. Zack. Und haben daran dann erkannt, dass es ein Flughafen ist, weil hier diese Gepäckrollen sind. Zumindest eine gute Na. Idee, wie man so ein Gepäckband darstellen kann, finde ich. Genau. So, und hier gibt es ein Display. Hier gibt es das hinter diesem Gepäckband, ne? Übelst geniale Sache. Als einzige, wir sind dann mal hierher gegangen und sind dann mal hier nach oben. Und da gibt es dann hier noch eine Etage. Hier hast du dann so Schränke, hier hast du Küche und wo man halt was zu essen sich halt bekommen kann. Und hier bekommt man halt auch ins schöne Restaurant dieses. Nee, war ich jetzt Wahnsinn. wirklich noch. Ne? Ja. Das ist das Restaurant sozusagen, wo man dann bedient werden kann. Beziehungsweise hier eigentlich nur die Bedienung ist. Also, So. Bloody. Ja. Diese Aussicht war eigentlich garantiert nicht geplant, aber guck mal hier raus. Hier siehst du nämlich die andere Basis. Wir hatten nämlich zum Start dieses Let's Plays gerade ein Problem gehabt. Die kamen aus der Mitte nicht mehr richtig raus. Da ist uns dauernd ein Fehlermeldung aufgetaucht. Und deswegen mussten wir diese Basis nochmal herstellen. Und jetzt hat es dann diese geile Optik uns natürlich verschafft. Coole Sache. Zwei Raumstationen nebeneinander. Und dann noch Raumhafen. und dahinter noch der Mond. Also, eine bessere Optik geht nicht. Besser geht gar nicht, das stimmt. Coole Sache. So, dann gibt es ja, wie gesagt, die kleinen Ausgänge hier noch. Toiletten. Können auf Toilette gehen. Ihr könnt noch nach unten, das ist dann für die Passagiere gedacht. Aber es geht ja noch weiter nach oben, ne? Dass er denkt, das ist schon alles gewesen. Nein, hier gibt es noch Sauerstoff, deswegen wundere ich mich, dass der Sauerstoff nicht funktioniert. Der ist ausgeschaltet. Er will aber nicht angehen. Der will auch nicht angehen, ja, dann lassen. So, dann geht es ja noch weiter. Es geht ja noch weiter nach oben. Diese Automatiktüren, die machen mich irgendwann kaputt, ey. So, hier geht es dann zur nächsten Etage. Hier kommen wir dann, glaube ich, zu den kleinen Rollfeldern. Ach nee, aufs Dach kommen wir hier. Hier kommen wir dann aufs Dach von dem Ganzen. Ich glaube, hier kann man dann auch mal so ab und zu mal so einen Generator aufstellen. Sollte man auch nur in die richtige Richtung stellen, sonst hat man ein Problem. So, hier ist dann so. Ich denke auch so eine Art. Weiß nicht, was kommt von hier oben? Ohne mal. Stimmt, hier oben ist eigentlich. Guck dir mal die Aussicht an jetzt hier. Kriegt man nicht wieder. Ja, sag doch Wahnsinn. Wahnsinn, ey. So, Landeplatz Nummer 4. Also ganz so große können hier gar nicht stehen, oder? Also so groß wie unseres. Also unseres müsste vielleicht nur ranpassen. Ich weiß nicht, hast du uns als Blueprint? Ich habe zumindest keinen Blueprint zusammen. Schiff. Ich hab davon eins doch. Nee, das passt nicht rein. Nee, es passt echt nicht rein. Es passt nicht hierher. Echt nicht? Ist zu groß, ne? Guck, hier ist es. Es ist viel zu groß. Ja. Unser Schiff. Unser schönes Schiff.
So. Ich weiß auch nicht, wieso man das nicht im Endeffekt nicht drauf landen kann. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach zu groß. Also für Ja. unsere ist es schon mal nicht gebaut, ne? Also es darf halt nicht so groß sein wie unseres. Es muss halt ein bisschen schmaler sein. Und hier hinten, wie gesagt, ist dann der ganze Tower ist hier oben noch. Es geht dann viel höher. Bis da oben hingeht es nur noch. Wenn mir ein Solo gefallen wäre, würde das funktionieren. So, der gute Starwing ist bestimmt gerade auf dem Weg nach innen, wa? Dieses Raumschiff. Nö, ich habe mich gerade auf das Dachkonstrukt gestellt von der Station. Achso. So, ich gehe mal kurz nach drinnen. Denn der Weg nach oben ist ja noch, ist ja mal Nummer 3, die Ebene. Hier ist die Stromebene, also wo man die ganzen Reaktoren und so weiter sieht. Ebene 4 ist schön gekennzeichnet. Hat man hier auch nochmal mit. Hier auch nochmal so eine Stationstechnisch. Was hat man hier noch? Ach genau, hier kann man auch raus auf die Reling gehen. Genau. Hier kann man auf die Reling wieder rumlaufen. So, und gehen wir mal weiter. Es gibt noch viel, viel mehr zu sehen. Ich habe noch ein paar mehr Blueprints. Das Einzige, was mir auf den Sack gehen würde, wenn du von ganz unten nach ganz oben gehen würdest, jedes Mal die Türen auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das würde mir so auf den Zeiger gehen. So, hier schön mit texturtechnisch ein paar Lüftungsschächte angedeutet. Finde ich eine coole Idee. Oder hier einfach einen Tisch für die Stamina zum Auffüllen. Ja, da kann man sich nicht hinsetzen. Vielleicht ist es ja irgendwann möglich, dass man sich auf solche Stühle setzen kann. Ja, Mal wer weiß. wer weiß, genau so ist das. So, gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir schon fast ganz oben. Hier ist noch mal eine kleine Bar verbaut. Mit ein paar Pflanzentöpfen. Captain's Lounge. Captain's Lounge, du bist ja ganz alleine. Ist ja lo, ist ja doof. Ja, du musst mal überlegen. Nehmen wir mal an, wir finden einen Server, wo mehr als 1000 Spieler drauf sind. Klar, sowas wird es nicht wirklich geben, aber ein paar davon, Captain und so eine Raumstation oder so eine Bodenstation, je nachdem. Ja, das stimmt, das wäre schon eine coole Sache. So, ihr kommt nur aufs Dach. Du musst es ja mal viel größer denken. Du musst es ja mal in großen Dimensionen denken. In einer Riesendimension, okay. Stimmt auch wieder, ne? Dann so richtiges Roleplay, Imperial Roleplay, das wäre schon eine coole Sache. Oh, das wäre cool, ey. Kommt da so Richtig als schön. Frachter-Captain von irgendeinem anderen Planeten, bringt Ressourcen mit, Genau. ist drauf angewiesen von sowas. Oder auf sowas. Genau so ist das. Naja, weiß nicht, kann irgendwann ja vielleicht mal werden, wer weiß. Die arbeiten ja fleißig auch an Szenarien. So, großes Raumschiff, GR. Das ist unseres, ist immer noch unseres. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz oben. Jetzt müssten wir, genau, jetzt sind wir ganz oben und das ist sozusagen der Turm, der Flugturm hier oben. Und dann alles halt wie im richtigen Leben überblicken zu können. Ob da noch alles auf der Bodenstation unten so läuft, wie es laufen soll, ob irgendwelche Probleme auftauchen, irgendwo was ist. Und hier oben die ganze Flugüberwachung. Genau, jetzt habe ich es. So, das war sozusagen ein Blueprint von mir. Jetzt würde ich sagen, hat Starling denn, also Chris Sander vielleicht noch eins? Eigentlich nicht, ich habe keins weiter geplant, aber ich kann mal kurz schnell gucken. Kannst du mal kurz schnell gucken, währenddessen wir nach unten laufen. Zumindest in einer gewissen Etage, wo man rauskommt. Was soll es denn sein? Ein Großschiff? Wir Station? Kleinschiff? könnten vielleicht mal ein Kleinschiff und dann später mal auf den Planeten runter machen. Und dort vielleicht mal dann ein paar Hovercraft Ein zeigen. Hoverwessel. Genau, gucken wir doch mal ein Hoverwessel. Ich glaube, Hovercrafts sind ja nur auf dem Planeten unten möglich. Ja, klar. Darum ging es mir ja gerade. Weil ich habe nämlich auch noch ein schönes, ein richtig schönes. Weil du das ja so angesprochen hast mit dem Podrenner da beim uns auf dem Play, ne, Live Let's Play Server. Ja.
Guck ich gerade mal dann, ob die Leute schon was gebaut haben. Garantiert, so welche, da was Verrückte, wie ich einer bin, und hat garantiert irgendwie sowas in diese nachgebaut oder versucht nachzubauen. Ich weiß es nicht. So, ich habe hier mal ein schönes Display hingesetzt wieder. Und habe da was draufgeschrieben, so nett wie ich bin. Ein Oberwessel wie eine Schnecke aus. Ist ja mal geil, das so, übrigens, für alle, ne, dies ist der zweite Abschnitt. Also, das zweite Teil, zweite Abschnitt kann man ja nicht sagen, das kann der erste oder letzte sein. Vor dem Schnipsel, sozusagen, hier ist der nächste Schnipselabschnitt, kann man sagen. Sozusagen, genau, jetzt habe ich es. So, muss schon hier rauskommen, irgendwie läuft schon mal in der Station hier. Starving, wo bist du? Oben. Wie oben? Wo geht's hier nach oben? Lol. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nein. Den Jeep von Gutos. Aber von jemand anders erbaut. Ja, yeah, das ist der auch von dem. So, tut mir leid, lieber Bauer. Ich muss hier mal ganz kurz. Ganz oben, bist du ganz oben? Ganz oben? Ja, oben auf der Brücke. Auf der Brücke. Hey. Ach, drinnen bist du noch. Ach so. Ich habe, wie gesagt, habe gerade nach einem. Gut, bei mir müsste man sozusagen. Schau mal, ich habe glaube ich auch noch was Schönes. Mal sehen. Ich habe auch noch was Schönes. Warte mal. Auf alle Fälle bei einer Sache. Bei einer. Hast du was gefunden? Ja, und tatsächlich den, den Portrenner von Anakin Skywalker, wo er noch ein Kind ist. Ich guck mal, ob ich dann mehr finde von dem Hersteller. Der hat garantiert noch mehr. So, mein Freund. Ich habe ja auch noch was Schönes. Gerade eben erbaut. Junge, 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 ist das nice. Guck mal raus. Ich habe einen Atlas MK6-0. Auch ein großes Schiff. Mit einer ziemlich coolen Konstruktionsart. Um die Triebwerke sozusagen zur Geltung zu bringen. Und hat der Konstrukteur hat auch verdammt viele Details eingebaut. Muss ich ehrlich sagen. Ne? Also. Hut ab, sage ich nur. Hut ab. Coole Sache. Da weiß man ja gar nicht, was oben und unten ist. Ein Mon Calamari Schlacht. Ja, pfeif mir eine weg. Sozusagen, ne? So, das ist das ganze Schiff von außen. Immer schön das Beste, wenn man das sozusagen von außen. Mit Landeplätzen oben drauf. Für kleine Schiffe, also das ist dann sozusagen dort ein Landeplatz. Das ist ja cool, das ist ein Raumfrachter. Cool gemacht. Möchte ich mal so sagen. Ich tue mal noch kurz hier. Ich habe jetzt nur einen Podracer bis jetzt gefunden. Okay, sonst gibt's keinen weiter, ne? Ne, bis jetzt nicht, aber so jede Menge andere Star Wars Sachen, wo ich echt begeistert bin, das zu sehen. Na, einen hab ich noch für dich. Also später dann in der nächsten Folge. Ach, hat er hier einfach ein Loch in das Fenster gehauen? Du bist ja böse. Okay, was? Wo bist du denn? Hier drüben, in der Nähe von unserem großen Schiff. Okay, was? Geier ist das? Das ist ein großes Raumschiff. Ach, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also, das ist ein Atlas Carrier.
Sagen wir es aus. Kann Sechs. freigeschaltet Was? werden mit Stufe 25. Hat verschiedene, hat schöne große Triebwerke drin, auch richtig große, mit Zucker noch was davor gesetzt, ne, hinter den Triebwerken. Also der hat ja noch ein paar Kegel da hinter den Triebwerken gesetzt. So runde, ist nicht, runde Steine gemacht hier. Im Triebwerk direkt drin. Übelst cool aus. So, und ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Ich zumindest. Hier oben ist noch ein Landeplatz, Land- und Startplatz. Und deswegen habe ich mir gedacht, nachdem ich das hier oben gesehen hatte, kommt es so ähnlich einem Flugzeugträger. Das kommt zum Flugzeugträger, kommt sehr ähnlich, weil hier hinten noch so eine schräge Startbahn ist. Ich bin mal verdammt cool gemacht. So. Nice. So, jetzt kommen wir hier rein. Hier drin, wie gesagt, auch ein schöner Landeplatz für kleine Schiffe. Gibt sogar Schwerkraft auf dem Schiff. Echt? Schwör's. Cool. Aber die ganzen Details, die er reingebracht hat, ne? Das ist Wahnsinn. Die Arbeit, die er sich gemacht hat, derjenige. Der oder diejenige, man weiß es ja nicht. Können meistens mehr, es können auch dann halt vielleicht mehrere Personen, können ja auch sein. Oh, Chris hat sich angeschalten. Ne, hier ist ein Sensor. Ich habe Ach. keine Lichter angeschaut. Ach so. Aber das hier oben ist Welttier auch mein Traum. verboten. Das ist cool, ne? Sind so, was sind das für Was soll das? Blöcke? Ach, das soll eine geil. Eine Self. Antireaktor-Dings. Na, Cool gemacht. Radiation, Medic Station, Oxygen, Refuel. Armor Lock. Hier gibt es Armor Repair Station. Stimmt, du kannst dich mit der Dusche, kannst deine Radioaktivität, kannst du die verringern. Jetzt? Geht Ja. das wirklich? Ja, das geht. Wenn du radioaktiv bist, gehst du zu einer Dusche und du bist abduschen und schon wird die weniger. Healing und Sauerstoff. Ne, genau. Das siehst du jetzt nicht, weil du keine Radioaktivität hast. Das zeigst du dir nicht an im Ja, aber der Kreativmodus. Sound ist schon mal wieder geil. Ja, Heute ist ne? So, Welttier Foreboding. Ah, das ist auch wieder eine Art Frachter, also Frachter wieder. Eine Art Frachter. Das sind dann diese Scanner. Die sind für Parasiten, wo die sozusagen Parasiten entfernen kann. Hier hinten ist irgendwie ein Schalter, da kommt man auch nicht ran. Das soll bestimmt auch Oh. so sein. Nice. Hier Job sind für die noch Maus. Frachtboxen, übelst cool gemacht. So wie angeschlossen, so was. Ja. Hier hast du mehrere Konstruktor. Einen schwarzen und einen grünen. Mal das Licht anschalten hier. So, sitzt. Hat sogar hier ein Offline-Schutzteil verbaut. Wo bist denn du? Hier. Ach, da hinten. Oh, cool. Auch eine geile Idee. No? Der Offline-Schutz ist ja für PvP, also wenn man PvP anhat die ganze Zeit. Oder wenn man halt auf einer, nicht nur für PvP, oder wenn man jetzt halt nicht da ist und der Server eine gewisse Offline-Time hat, dann wird das Schiff, die Konstruktion, sozusagen so und so lange halt davon geschützt vor anderen. Da kann gar keiner eindringen. Also außerhalb der Fraktion, wenn das eine Fraktion gehört, kann dann keiner eindringen. Daher ist der Offline-Schutz da. Ne? Also wenn ihr sozusagen nicht da seid, dann gibt es den Schutz rund um das ganze Gebilde und dann kann nichts davon sozusagen kaputt gemacht werden. So, aber es ist nur meistens eine gewisse Zeit, also kommt immer drauf an, wie der Server-Admin das sozusagen eingestellt hat. So, hier sind die ganzen Konstruktoren. Die sind auch übelst cool. Ich könnte wetten, die stimmen bestimmt noch irgendwas auf den Displays drauf, aber irgendwie geht das Licht nicht an. Ich habe mal das Licht ganz eingeschaltet auf dem ganzen Schiff. Nee, mehr wie es.
Konstruktor 1, genau, hier sollte eigentlich was stehen, aber irgendwie Konstruktor 1 vor Konstruktor 2 für, ja, also kann man dann, hier können, ach, hier kann, hat derjenige das so gemacht, dass eben halt Konstruktor für irgendwas zu verwenden sind. Typ. Man kann sagen, typisch. So. Hier unten Repair. Hier unten kann man sich angeblich reparieren. Ah, hier ist das so verbaut, das Teil. Coole Sache. Nicht im Boden verbaut, sondern direkt davor verbaut. Oder so, ja. Das ist garantiert dann für die Schiffe, die dann hier runterkommen, runtergeleitet werden, für kleine Schiffe, die dann hier vorgesetzt werden, repariert werden. Auch keine gute Idee. No. Coole Sache. So, dann gehen wir mal. Was ist der Ausgang? Ja, das ist ja auch mal keine schlechte Idee. Dass man da hier reinfliegen kann, reparieren fliegen kann und dann oben auf die Fläche dann raufkommt. Genau. Und wenn du halt oben reinkommst, kannst du eben hier nach unten reparieren. So, hier hat man Überfloor Garden hier. Also hier hat man sozusagen Aufenthaltsraum. Canned Food, Raw Food, Vegetable. Vegetarier. Guck mal, selbst Vegetarier können was essen. Selbst der Vegetarier hat einen eigenen Kühlschrank. Das soll ja mal so sein, warum nicht? So, hier geht's zum Garten. Temperatur 90%. No Alien-Parasiten. Oh, hier unten hast du dann, also hier oben hast du auch einen schönen, ja, schönen Gartenbereich. Auch nicht schlecht. So. Da versucht gerade jemand zu fliegen. Ja, hallo? Ich bin unter dem Schiff. Aber der Nachteil ist, es kann niemand drauf rumlaufen, währenddessen das Teil jemand fliegt. Finde ich irgendwie, wenn das Pyrion cool löst, dass das trotzdem möglich ist, dass wenn jemand fliegt, trotzdem noch auf der Station laufen kann, das wäre richtig nice. Dann haben sie wirklich eine große Sache geschafft, die manche andere eben noch nicht haben. Ja. So, hier ist ein Schwerkraftgenerator drin, den haben wir schon gesehen. Da ist Chris. Hier geht es bestimmt noch irgendwo zur Brücke. Die habe ich noch nie gefunden. Ja, ich habe auch nur so eine Zwischenbrücke gefunden gehabt. Kann ich fliegen. Aber Okay. wir sind auch irgendwo tief drin. Also wir müssen nach oben. Irgendwie nach oben kommen, genau so ist das. Das hier geht nicht. Nee. Hab ich schon gedacht, dass es vielleicht hier irgendwie nach oben geht, aber hier sind immer irgendwelche. Terminus. Ich glaube, wir müssen dann Müssen mal die irgendwie Ebene hoch, wo wir eben runterkamen. Jetzt muss es ja. Müssen wir mal rausfliegen, genau. Hier oben auf alle Fälle ist ja eine Tür. Gehen wir mal hier oben rein. So, es gibt ja, wie gesagt. So, hier sind wir dann auf Ebene 4. Ach, weißt du, wo das ist? Ich flieg mal ganz runter. Das ist genau am Hangar. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist wohl genau die andere Seite. Wir sehen, da gibt es immer grüne Fläche. Und dann geht's hier So. in. Ah ja, und dann geht's hier. Wo du die ganzen Ebenen durchgehen kannst, ja. Hier ist die Ebene und dann ganz oben ist die vierte Ebene. Hier ist mit Aufenthaltsräume sind hier. Genau, hier sind die ganzen Aufenthaltsräume, die jeder haben kann. Es gibt eine Gemeinschaftsdusche anscheinend. So, und dann sind wir hier auf Ebene 4. Gibt es noch eine Bar? Atlas. Was ist Atlas? Achso. Junge, Junge. So, und dann kommt man ganz hier hoch und hier oben ist eine Brücke. Und hier müsste irgendwo der Captain-Stuhl sein, oder? Oder der Ja, der Pilotenstuhl. Kettenstuhl ist hier.
Nee, hier geht's raus. Ach Ey. da. Wer? Ja, die Schnauze kommt schon. Da ist der Captainstuhl, da ist der Stuhl des Steuermanns. Coole Sache. Was ein Bild. Wahnsinn, Guck mal nach draußen, wenn du es. boah. Also ich habe den Bildschirm vor mir, ne? Also. Boah, wie viel RTS hat denn der drin? Ich gucke mal, also verbaut sind, hat übrigens auch ein paar die RCS und so weiter, RCS Battlefield. Ah, es hat auch noch Sachen RCS für Gefechtsstationen. Hat auch noch verbaut. Also RCS hat er, RCS fürs Battle hat er 8 und RCS normal sind auch 8, sprich es sind 16 RCS verbaut. Okay. Der hat zwei. Achso, man kann sagen, Warp-Antrieb hat er nur einen. Man kann sagen, das ist wohl etwas anderes. So, Statistik: 72.000 Eisenbahnen, Satiumbahnen von 23.000. Also, es ist schon 54 Späte sind verbaut. Also, ist schon heavy, ne? Also. Vielleicht ist auf jeden Fall sehr einfach und steuern. Stopp. Nicht schlecht. So, nachdem Starlink noch einen kleinen Rundflug hier durch den Asteroidengürtel macht, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Das zweite zweiten Schnipsel habt ihr jetzt auch schon. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, denkt dran, es gibt was zu gewinnen. Bis dahin, euer Bloody und Chris Hunter. Genau, ciao, ciao.